So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Wir wollen den Megalosaurus zähmen, der da unter den Drachen schlafend liegt. Und zwar sind das der Koya. Hi. Endlich fertig. Der Hippo. Hallo. Der Matze ist dabei. Hallihallo. Dexa. Moin. Und die Kia im Off. Moin. Ja, der gnädige Herr hat sich da unten eingewickelt, weil der Koya, der hat zu lang gebraucht und das war dem dann auch zu lang. Komm, nur weil ich meine Tastatur wieder umgestellt habe auf Englisch. Das ist ja zu kotzen, jedes Mal. Koya, soll ich dir was verraten? Matze. Ich habe den Aufnahmeversuch gar nicht abgebrochen. Bei mir gibt es also in voller Länge dann zu hören. Ja, du willst doch nur, nur klickgeil. Genau, ich bin nur klickgeil. Ich nutze dich einfach nur aus. Kann noch jemand hier, wer ist denn da links von mir auf dem Kopf? Ist das Matze? Wenn ich rechts von dir bin, ja. Ja, was? Weiß nicht. Ja, lauf doch mal mit dem Kopf in die in uns rein quasi. In die Wand. So, genau so. Und jetzt kann Hippo versuchen, den da unten oder Xar versuchen, den da unten wieder zu beballern, wenn es irgendwie geht. Viel Glück. Oh, ich passe das. Genau, viel Glück ist richtig. Ich muss jetzt mal das Vieh finden. Na, da. Eben. Geht doch, ne? Wenn der da jetzt rauskommt, lache ich ein bisschen. Ja, er ist aufgewacht. Und wenn der jetzt wieder wegpackt, dann. Dann liegt es am Einkeilen. Lass ich auch mal drauf schießen. Ich meine, man kann ja vom Drachen ausschießen, ne? Ja, nee. Lass mal die Hippo machen. Die Hippo macht das gut. Lass das mal die Hippo machen. Ja. Hippo. Dass ich genug Pfeile hab. Aber wird wohl passen. Dann tue ich dir welche in meinen Drachen reinlegen. Ich hab 50 dabei oder so. Das sind traumhafte Aufnahmen. Nicht beißen. Voller Action. Ey, Vorsicht, da beißt sich raus. Na, Hippo? Ey! Jetzt kaut er auf uns rum. Du musst was tun. Ja, mach mal. Lass mal. Der macht nicht so viel Schaden. Geht? Nö, der macht nicht so viel Schaden. Komm schon. 35. Sinde, wenn du ein bisschen zurücksetzen würdest, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, dass der da. Also, er hat jetzt die Hälfte Taupo. Er ist bei 3-2 von 6-1. Okay. Der wollte eben nämlich auch schon weg. Er hängt aber fest. Der kann nicht weg. Okay. Aua! Sag ich einfach mal, obwohl Matze gebissen wird. Ja, deswegen esse ich die ganze Zeit schon Schnitzel. Lauf mal einen Schritt vor mit deinem Drachen, der wird zurückgeschubst immer mal. Ich? Oh, ja. Matze, dein Drache hat einen Pfeil in der Kniescheibe. Jetzt bin ich raus. Nochmal neu einkeilen. Deckt! Bei mir. Seitlich dran. Geh dahinter. Von oben noch einer. Ich krieg hängt. Die Kurve nicht. Irgendwie hängt er, ja. Mhm. Er ist bei 4-7. 8. So wieder mit dem Kopf da rein, Matze, nach links jetzt. 5, noch 1000 Taupo. Grad nach links. Genau. 5-4. 5-6. 5, 9 und 10 Käfige, wenn man Drachen noch hat. Einen Treffer, dann soll der liegen. Und das tut er. So, Zack. Jetzt habe ich eine Preisfrage an euch. Hat irgendjemand an Hammelfleisch gedacht? Aber natürlich. Ich nicht, diesmal. Sehr schön. Aber diesmal hat mir gefallen. Moment. Also, hallo? Boah. Eine echte Frechheit. Ich denke da. Ich find's gut, danke. Ich habe da so viel schon dran gedacht. Also, ist nicht zu glauben. Ach, Hippo. Made my day. Ja. Hier, wie sieht's denn aus mit ein paar neuen Members für den Hippo-Fanclub? Ich wäre dafür, dass sich noch ein paar Leute melden. Ich finde das nicht gut. Ich finde immer noch, der Club opfert Hippo. Verdient viel. Oh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also wirklich. Merkst du, Hippo, nicht. Wie ich mittlerweile auf deiner Seite bin? Ja, ich finde das gut. Erst klickgeil, jetzt noch Fangirl, also. Fangirl gleich schallert, kannst du aber glauben. Hippo, ich will ein Kind von dir. Ja, das kannst du gleich bei der Reaper gehen, kann man das schreiben. Heißt die Hippo? Klatscht, das ist aber kein Beifall. Achso, dann geht das da andersrum. Die heißt Hippo. Ja, die heißt Hippo. Lass das mal die Hippo machen. Was brüllt denn hier so? Ich. Warum? Da oben ist ein Rocktrack, den will ich jetzt auch mal entsorgen, nicht, dass wir da gleich noch blöde Gesellschaft kriegen. Guck hier, Hippo, ne? Im Chat, ja, da, was da los läuft. Ist. Aber das ist auch noch so alle bestochen.
Ragout aus Fan und Tod, ne? Ja, also. Ragout aus Fan und Tod. Immer noch so ein Potpourri, ne? Ja. Oh toll, der Drachen, den ich hier wieder erwischt habe, der scheint recht hoch zu sein. Der macht mir 50 Schaden. Joa, hatte ich wenigstens einen zum Fressen gern. Guck mal, aber es geht ins nächste Level. Hippo Fan Forever. Ja. Oh. Uta. Mann. Mann. Ist grad nicht sicher. Guck doch mal nach. Bitte. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ah, ich komm. Ich dachte, ich helfe dir beim Auffressen. Ja, ja, ja. Hier oben ist so eine Schleckpflanze, falls jemand auch noch Schaden hat. Na, komm schon. Ja. Schlapper, 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 schlapper. Was hatten der gute überhaupt für Werte? 5. Gute. Guck nicht nach, der hat gute Werte. Gefälligst zu haben. Ja. 4-1 Leben. Klingt schon mal ganz brauchbar. 200 Millidamage. Das ist nicht so viel. Wie viel Top, wie viel Dings hat er denn? Stamina. Wie nennt sich das? Stamina. Ja. 750. Das ist wenig. Wenn er nicht genug Torpor hat, ne, dann nehmen wir den nicht. Dann wird er jetzt gefressen. Der Sauerstoffwert interessant war ja, dass bei unserem Weibchen, was wir gezähmt haben, da war ja der Stamina-Wert auf 1200 und da hieß es ja dann auch im Chat und in den Kommentaren, dass das ein Mega-Wert sei, gerade von denen, die selbst züchten und dergleichen, dass die da selbst mit Züchten nicht hingaben auf 1200 und wenn man sieht, dass die 700 hat, der jetzt 700 hat, ich meine, da kommt noch was drauf wahrscheinlich. Mit ein bisschen Glück, ja. Ja. Aber so, der liegt dann jetzt hier, 17%. Was tun wir denn da? Der liest und liest und liest. Liest. Das dürfte ein Weilchen dauern. Dürfte ein Weilchen dauern. Wollen wir mal gucken, ob wir noch einen weiteren finden und einer bleibt hier? Können wir machen. Ich bleib wohl hier. Würdest du das übernehmen, Hippo? Ich übernehme das. Das ist super. Das ist super. Dann stopfe ich das schon mal in den Sattel rein, Hippo. Dann kannst du den direkt aufziehen, wenn du noch durchgetämt hast. Stopfen Sie. Stopf. Ich hatte mich vorhin nicht getraut zu fragen, ob jemand einen Sattel gebaut hat. Dann hätte ich wieder gesagt bekommen, ich an nichts denke. Diesmal habe ich nicht dran gedacht, ne? Ich habe zwei Sattel dabei. Zwei sogar? Tja. Du bist ekelhaft. Also das ist wirklich... Ich bin ein bisschen hoch und dann links abgebogen. Bei den Hula-Glocke? Ja, irgendwas klopft hier, ja. Wo hast du denn den Sattel jetzt hingestopft, Sir? In den Mega, in den Betäubten. Ach, in den Mega, okay. Darfst du noch nicht aufstehen lassen, sonst ist der Sattel auch weg. Ich geb mir Mühe. Aber ich glaube, der aussehen. Dürfte eh nicht aufwachen, bis nee, er durch ist. Nee, definitiv nicht. Sind das hier ganz normale blaue Kristalle? Habt ihr denn da genug, ja. Hammel reingepackt? Oh ja. Das sollte reichen, ja. Eins der Kammel sollte reichen, denke auch. Sieht echt cool aus. Die Ecke hier habe ich noch gar nicht bisher. Hier war immer noch nicht irgendwie. Also ich nicht. Oder du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Nee, hier war ich noch nicht. Hier kann ich mich dran erinnern. Hier ist ja irgendwie überhaupt nichts los. Oben läuft eine einsame Anke. Rocktrack. Geh doch weg. Da oben läuft ein Megalo. Richtung Hang. Oh, da laufen sogar zwei, glaube ich. Oder was ist das hier? Ja, ist Megalo, ne? 7.
Der ist 44 und da oben ist 8. Beide. Ganz toll. Riesengroß. Setzt sich mega fort hier unsere Serie der Riesenviecher. Frage mich, ob wir Hippo wiederfinden, aber. Na, das will ich überhaupt. Da bestimmt. Ja, ich schon, Zahl aber. Ist schon nicht mehr hier. Richtig. Warum auch immer. Wo ist Xar abgebogen, wo wir nicht abgebogen sind? Dinde, du findest zurück, oder? Nö. Nach Hause finde ich, aber zum Hippo nicht. Gut. Nach Hause ist das Wichtigste im Zweifelsfall. Sinn. Ja, nach Hause würde ich auch noch finden. Und muss Hippo halt alleine mit dem Megalo nach Hause. Oder hier ist Xar. Xar. Oh, verdammt. Er hat uns gefunden. Da ist ein Rock Drake. Ja. Und da ist, glaube ich, auch noch so ein Megalo-Dingsbums-Vieh. Ich hatte eben was gesehen, aber ich sehe es jetzt nicht mehr. Da. Der Megalo 36. Hier übrigens ist auch nicht verbuggt. Wieso? Was ist jetzt los? Ja, der hat sich, der war ja hier betäubt und dann hat er sich plötzlich schlafen gelegt und jetzt ist er wieder nicht mehr betäubt. Was? Okay. Was? Was ist los? Hä? Ja, der steht wieder. Der hat sich kurz schlafen gelegt und jetzt ist er wieder wach. Ja. Doch, ist es. Läuft? Okay, dann hätte er nicht dürfen. Und ihn aussinde. Heißt das jetzt, dass die beiden Sattel weg sind? Ne, ich habe noch einen angeleckt. Und das Fleisch. Und das Fleisch. Ja, aber Fleisch hätte ich zur Not auch noch bei. Kannst du jetzt auch aufhören, die Dinger zu zähmen, wenn die alle verbuggt sind? Bringt ja nichts. Ja. Nee, dann lass uns Reaper machen. Dann ist jetzt Tag. Ja, das bringt ja. Ach so, dass die jetzt seit neuestem Tag-Nacht-Wechsel? Ja, aber das war. Ja, aber wenn der betäubt ist, dann kann er aber trotzdem nicht aufstehen. Nee, abgesehen davon haben wir Nacht. Das ist auf 17.30 Uhr gewechselt. Also wir haben jetzt 18.20 Uhr. Ja gut, die sind ja nachtaktiv. Nicht, dann hätte er sich nicht schlafen legen dürfen. Hm. Ja. Eine gelegen, hat sich auf einmal eingerollt. Dann habe ich gedacht, hey, was ist jetzt los? Bin hingegangen und dann ist er aufgewacht und war wieder nicht mehr. Aber die waren doch, vorher konnten wir die doch permanent zähmen. Die hatten doch keinen Tag-Nacht-Wechsel. Die Viecher, die hatten sich ja nie hingelegt und waren irgendwann wach. Ja, richtig, korrekt. Das ist eine normale Funktion bei denen, aber... Ja, nicht in Aberration. Aberration nicht aktiv, aber vielleicht wurde das jetzt reingepatcht, weil die zu stark waren. Haben sie das falsch gepatcht. Auch, das ist normal, ist nee. Nacht geworden, dann ist er erwacht. Ja, das ist richtig. Wenn nachts wachen die tatsächlich auf. Wenn du die tagsüber betäubst und es wird Nacht, dann werden sie aktiv und dann wachen sie auf. Das ist im normalen Arc ist das so. Nur es war bei Aberration nicht bisher. Ja, schade. Ja, weil hier immer Nacht ist. Ja, genau. Aber scheinbar haben sie das jetzt nachgepatcht, gehe ich mal von aus, weil die Megalos zu stark waren. Die waren ja wirklich viel zu stark durch ihren Dauerbuff. Doof. Ja, ja. Und dann komm doch einfach zu uns. Ja, genau, lass uns Reaper machen. Also, lass uns Koja schwängern. Okay, dann gib mir mal eine grobe Richtung, in die ihr gegangen seid von hier aus. Nee, ja, oder Xar, findest du einen Weg zurück zu Hippo, ist ja einfacher. Jo, darf dich finden. Wir warten hier. Nee, komm mit. Wir teilen uns nicht auf. Na gut. Huch, wo sind sie? Ja, da geht's schon los. Genau, da geht's schon los. Umgedreht und das Berg rum rechts. Das Gute ist, ich bin bei dir. Oh, super. Weißt du denn, wo sie sind? Also, ich hab sie wieder. Das heißt, dann bin ich nicht mehr bei dir. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, wo Xar hin ist. Er war plötzlich weg. Das ist so rücksichtsvoll hier alles, ne? Ja, Xar war jetzt leider einfach weg. So leid's mir tut. Hier läuft ein Megalo. Ja, das hat geheißen, ich soll zu Hippo. Das wäre ja noch blöder. Wir waren ja nicht da. Ja, aber ich schon. So, hier hätte ich jetzt eigentlich Hippo erwartet. Nee, das war weiter weg. Komm, dreh mal um, die sind prügelt sich dahin. Was wollt ihr alle mit mir? Was ist das? Da ist der Hippo. Am Platz sind. Okay. Ah, Toruma sagt, das wurde vorgestern nachgepatcht. Okay. Na süße. Also Xar ist jetzt bei mir, ne? Das freut mich sehr, weil Xar hat uns dafür im Stich gelassen. Ja, hättet ihr da gerade gewartet, dann wäre ich mit Tippel zugekommen. Koja war's. Naja.
Sollen wir dann wieder zurückgehen, Matze? An die Stelle, wo wir waren? Ach nee, da vorne ist Koja. Ich dachte, den hätten wir jetzt auch verloren. Das nutzt uns ja noch nicht so viel. Hier ist ein... Toll, hier ist eine Kiste. Ja, dann gehen wir wieder dahin. Gehen wir dahin, wo... Seht ihr diese großen pink leuchtenden Kristalle, die von der Decke bis zu dem Felsen runtergehen? Ja, ja, da sind wir genau. Wir gehen bei dem mittleren davon oder bei welchem? Ich sehe nur einen, ehrlich gesagt, der am Boden ist. Komm, wir kleben uns mal an einen dran, Xar. Also bei denen aus der Richtung, wie wir kommen, rechten. So, ich hänge jetzt an einen dran. Ich hab auch was wischen hören. Also irgendwo hier in der Nähe seid ihr, nur sehen tun wir nichts. Moment. Da ist. Ach nee, das ist Sinde. Mhm. Ja, wir kleben jetzt auch die quasi. Die Hula-Glocken sind hier. Ah ja, dann ist es wahrscheinlich der linke Hippo. Also okay. Wenn du zum Wasser guckst. Wenn ich zum Wasser gucken tue? Wenn du zum Wasser gucken tust. Das sind sehr viele Kristalle hier. Ja, sag ja. Wir sind jetzt am linkesten da. Also da ist einer, der ist im Wasser, mehr oder weniger. Da ist so ein großer Kristall und... Nee, das sind vier Kristalle, die in so einem See stehen. Ja, unter dir ist eine knallrote Krabbe. Und da seid ihr, oder was? Im See. Dann fliegen wir doch mal so. Wir sitzen bei diesen... Also, wenn du zum Wasser guckst, bei dem linken von den Vieren. Ja, ich sehe sie. Ja, da sind wir. Okay. Und da. Oh, eine rote Kappe da unten. Boah, Drache, du gehst mir sowas auf den Nerv. Ehrlich. Aber das sind doch die besten Tiere hier. Mhm. Aber manche nerven. Was sie sollen. Was hat denn diese Krabbe für ein Level? Kriegt die irgendjemand den Scope? Wenn du mit diesem Drachen da im Klettermodus bist und dann... Mit dem Fernrohr irgendwie gucken willst, geht voll gut. Wo hat viel denn jetzt? So eine rote Krabbe wäre ja auch was Lustiges. Wieso tritt das jedes Mal da? Krabbe, komm. Die ist 40 hat die. Ja, 40. Nichts. Die brauchen wir ja auch unbedingt. Mhm. Ja, die brauchen wir unbedingt. Ja. Oh, mal ganz unbedingt. Ja, dann halt nicht. Okay, gut, dann machen wir weiter. Frage ist, wo lang? Da lang. Xar fliegt vor. Na gut. Wo bist du? Nicht jetzt schon. So. So, Mats ist da, Koya ist da. Hippo ist rechts von uns jetzt vorbeigeschossen, glaube ich, oder so. Wer fliegt da gerade noch? Sinde sein. Landet? Da kommt auch. Ich bin über euch. Ich sehe ja, gut. Dann war das Sinde. Dann war das Sinde, die einfach an uns vorbeidonnert. Ich bin weg, Sam. Ja, jetzt. Oh, eine Pflanze. Du, hier gibt's viele Pflanzen. Naja. Und Nameless. Ja. So, weiter geht's. Ja, Matze fährt noch. Der spielt da hinten noch mit der Pflanze. Moment, ich leck da noch ein bisschen. Was? Leckspielchen mit der Pflanze. Oh. Bitte. Da kommt er. So. Ausgeleckt. Wo laufen wir jetzt überhaupt hin? Ich dachte, wir wollten ins Reaper-Gebiet. Ja, wollen wir auch, aber ich hätte das jetzt in die Richtung eingeschätzt, aber okay. Hui. Das war ein Megalosaurus. Wollen wir denn nicht zähmen? Ich hab gehört, die gehen sehr gut zu zähmen. Hm. Nee, dass die nachgepatcht haben, ist echt eine fiese Sache. Also, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
So, rotes Gebiet, da sind wir. Laser, Mann! Krabbe. Knipp, knapp. So, was wir jetzt bräuchten, wäre noch eine. Wieder. Noch eine? Noch eine Krabbe. Findest du die, Xa, diese Brücke? Aber die müssten ja da vorne schon bringen. Die Brücke ist... ein bisschen zurück. Ja. Müsste ich da lang keinen, sein, genau. Ja, hier ist der Weg. Ja. Den wir beim ersten Mal nach unten sind. Aha. Ja, Matze, dann regenerier kurz und kommst halt rüber. Ja, genau, hier müssen wir uns eigentlich nur fallen lassen. Jo, im Prinzip. Und da unten ist sie ja dann, die Brücke, genau. Ups. Hui. Hui, geht ganz schön tief runter, ja. Ja, ich habe auch erst gedacht, hoppla, hoffentlich kein Fallschaden. Naja, wenn du kurz vorm Aufschlagen kurz Shift drückst, geht das. Ja, nee, war in dem Fall nicht nötig. So, ja, hier haben wir die Brücke und hier geht's links ab und hier war Reaper Queen Gebiet, genau. Genau. Auch irgendwie so ein Déjà-vu gerade, ich weiß nicht warum. Das war doch exakt hier. Ja. Klar. Das war doch exakt hier. Ja, ja, sicher. Das war dein Waterloo, dein erstes. Ja, mein. Waterloo, ich geb dir gleich mal. Vor allen Dingen dein erstes. Also bitte. Ja, dein erstes. Und Spino damals. Ja, ja, mein Spinoloo. Spinoloo. Ach nö, ich wusste das dann. Also interessanterweise hier. Hier war unser Doppelpack. Interessanterweise ist jetzt hier gerade nichts. Nee, da stellt sich einem nicht das Gefieder auf. Nee, dafür haben wir hier einen. Kojas Eierlu. Das wird immer schlimmer. Eierlu? Hier oben muss einer sein. Oh, ich sehe ihn. Wo bist du? Wo ist hier oben? Ich bin, wenn ihr den Weg entlang kamt, rechts hochgehopst. Kamt. Also, müssen wir wieder also früher mal. Ja, früher mal. Gekommen, ja, weil ich weiß okay. Nicht, in welche Richtung ihr jetzt guckt, von daher. Ihr Kinderlein kamet. Ja, und die Federn von dem Raptor stehen alle zu ja, der... Das ist das Ding. Welches Level hat es? Hab ich noch nicht geguckt, weil es bisher unten... Das Vieh hat Level nix. Oh, die ist richtig groß. Ja, das heißt, ich bin abgestiegen. Weiß ich nicht. Oh ja, die müssen wir mitnehmen, die ist 8. Die ist richtig groß. Essen. Warte mal, Matze, bleib mal stehen. Nee, Madame, Glücksdings, bleib mal stehen. Irgendjemand muss mal stehen bleiben. Ich muss wieder zu meinem Drachen. Warum? Diese geballte Unfähigkeit. Unglaublich. Ess mal. Ja, runterprügeln, ja. So, wir halten die mal auf, ja? Leute! Ja, hallo. Guten Tag. Mein Drachen, ihr könnt doch nicht einfach angreifen. Ja, warum? Sinde, hau mal ab. Ja, warum steht er auch nicht auf Passiv? Ich bin zu schwer. Ich muss mal was rausschmeißen. Lauf ein Stück, ich bin fast tot. Lauf einfach nur ein paar Meter, Sinde. Gib dich, ich bin im Laden. Du bist zu schwer, Kirja. Ich hab überhaupt. Alles gut, alles gut. Lauf. Gut, ich bin tot! Alles gut! Ich bin nur ein bisschen tot! Aber sonst ist alles gut so weit. Wessen Wort denn? Koja, es ist alles gut. Du bist nur ein bisschen tot. Ist soweit also alles in Ordnung. Vielleicht der Onkel mit dem Defi oder ein bisschen wieder belegt. Hättet ihr diese blöde Vieh, dann nochmal 10 Sekunden Rate, dann wäre ich auch mal Drachen gewesen. Ich war's nicht. Das Mistvieh hält übrigens ganz schön weit aus. Ja, für Level echt krass. So,
Ihr habt nicht zufällig ein Bett dabei? Ach klar. Wer braucht ein Bett? Schlafsack. Kannst du nicht mit anfangen. Könnt ihr ein Bett bauen? Können wir das? Ihr habt einen Drachen von mir dabei. Also ihr müsst ein Bett bauen können. Steuern. Also ich finde, die erste Frage ist überhaupt erstmal, wollen wir das? Also Fakt 1, da steht jetzt irgendwo ein Balbi. Das wäre schön, wenn er den rettet. Fakt 2 ist, da steht irgendwo mein Drachen. Schaut mal, dass der nicht jetzt im Wasser hängt. Nimmt ihn mal auf Follow. Und Fakt 3 ist, die Folge ist zu Ende. Das ist mir scheißegal, dein... So, also... da ist noch eine. Das ist die nächste. Hier ist die nächste. Halt, ey, stopp mal. Bitte erstmal mein Drachen. Auch nur Level 8. Bitte erstmal mein Drachen sichern. Sag doch wenigstens einer, dass er sein Drachen macht. Damit ich beruhigt bin. Also dein Drachen hat keiner, weil der nämlich als allererstes schon mehr dazu angegriffen hat. Ja, wirklich. Und das Vieh müsste von deinem Bolzplatz weghalten. Jo, dann haben wir gut eingeklemmt, das sollte gehen. Aha. Alles gut. Das hast du gerade auch gesagt. Wenn Sinde sagt, alles gut, nicht glauben. Dann stirbt einer. Wie soll man sich denn da überladen gewesen sein, wenn ich tausche? Ich hatte ja wirklich fast nichts im Inventar. Ich war total überladen. Ich musste Zeug rausschmeißen. Wahrscheinlich hast du noch 200 Wände auf deiner Schnellleiste. Das heißt, innerhalb, du bist aufgestiegen, zack, war ich überladen. Ja gut, das geht dann damit einher, aber ich habe wirklich nichts dabei außer ein paar Rüstungen. Und natürlich gut, ich werde 100 Kilo oder so gewogen haben, aber... Ja. Dann müsst ihr mit deinem Drachen schon am Anschlag gewesen sein. Ja, das weg. Ja, die ist tot. So, also... Richtig ist zusammengekratzt, dass ihr irgendwie eine Foundation bloß ein Bett bauen könnt. Saphiro geht's gut. So, da ist noch ein Nameless, den packe ich mal weg, bevor der auf den Balbi geht. Ah, ist ja nicht zu glauben, ey. Also ist ich weg. Geh mal... Haben wir denn irgendwo... Was brauchen wir? Also Leder habe ich. Nee, wir brauchen... Das Problem ist Holz. Das müsste noch hier aus diesen komischen Dingern rauskommen. Was für komischen Dinger? Ich glaube, die komischen Dinger sind Stein. Ja, nein, das müsste Holz sein, die kannst du mit dem Drachen wegbeißen. Dann echt? Ist es Holz, ja. Okay. Tatsächlich ist Holz. Cool. Na gut, und dann Thatch habt ihr ja auch, denke ich, dort. Wenn du mit der Spitzhacke dran gehst, schon, ja. Ja. Ich bin dran gegangen mit dem. Und ein bisschen Fiber. So, und dann habt ihr ja schon eins von Foundation. Wunderbar. Nice. So, Bett habe ich gebaut, Foundation habe ich auch gebaut. 1A, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann, hole ich mir meine Sachen wieder. Achso, könnt ihr, bevor ich komme, dann das irgendwie so bereit machen, dass ich aus einem Inventar... Also ich stelle den Balb neben das Bett und in das Inventar vielleicht einen Ersatz... Rüstungssatz. Anzug. Ja, so ein Anzug, genau. Ja, lass uns mal hier oben auf das Plateau hoch. Dass wir nicht hier gleich wieder eine spawnende Queen haben. Beziehungsweise kippt Koya nicht gleich aus dem Latschen, weil wir hier Strahlung haben? Ja, deshalb ja, deswegen brauche ich den Balb direkt daneben und damit ich den Anzug ganz schnell rausnehme. Das ist der Balb eine Sache ist hier. Von ein paar Sekunden. Wo ist der Anzug? Big Little Grinch steht hier bei mir. Irgendwo muss da hier Koyas Leiche liegen. Ja, die finde ich dann schon. Der Beutel liegt da unten. Meine Leiche finde ich schon. Macht mir einfach den Balbi daneben und dann da in den Balbi die Rüstung rein, dann kriege ich das schon hin. So schnell stirbt man ja zum Glück auch nicht. Ach ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Da kümmerst du dich mal bitte.